So. Und ohne Murren und Knurren geht's natürlich auch weiter. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe mir jetzt zum letzten Mal, hoffe ich zumindest, ich weiß es nicht, aber ich befürchte nein, mir jetzt mal nochmal ein paar PC-Teile bestellt. Beziehungsweise mehr oder weniger einen komplett neuen PC, bis auf Grafikkarte und Festplatten habe ich ja erstmal noch aktuell genug, obwohl ich da auch noch auf upgraden werde. Ich will mich für Datenspeicher brauche ich jetzt eigentlich so gut wie gar nicht. Da bin ich immer überlegen, auf eine externe Festplatte umzuwechseln. Und von den SSDs, von den einzelnen, die ich drin habe, ist zwar schön und gut. Aber ich würde gerne auf M2 NVMEs umschalten. Generell. Bis auf Spielevideos. Ich habe ja verschiedene Festplatten, da ja. Da bist du ja. Warte mal, ich zeige euch das mal ganz kurz. So. Die kommt. Das ist eine 120er SSD. Das ist eine Terabyte HDD. Das ist eine Terabyte SSD. Und das ist auch eine HDD. Und die will ich natürlich alle umswitchen. So, dass alles auf einer SSD ist. Am besten NVMe. Bis auf Spielevideos, da reicht eine normale SSD. Was hinter diesen Mauern passiert. Sie führen ein Sklavenlager. Werde ich noch machen. Was ist dort drin? Außer Tucker und mir ist noch nie jemand entkommen. Wann warst du hier gefangen? Vor einer Ewigkeit. Tucker und ich waren noch Kinder. Kannst du dich noch daran erinnern? Dementsprechend ja. Kichisos Schläge. Mansos stinkender Atem. Und Tatsuis schmierige kleine Hände. Wir töten die Brüder und schicken ihrem Anführer eine Botschaft, damit Altan reagieren muss. Leiser Tod. Ja, könnt ihr mal sagen, was ihr von dem Dingsbums haltet, von dem Filter. Gehen wir. Das ist mit Farbkorrektur, das ist ohne. Ich habe mir gedacht, mit Farbkorrektur wird es ein bisschen farbenfroher. Was ist das? Eine Botschaft. An alle, die auch nur an Flucht denken. Die Mamushi-Brüder waren schon immer grausam, aber nie auf solche Weise. Altan bringt das Beste im Menschen hervor. Jean, ich kann das nicht. Aber ich kann da nicht wieder rein. Das musst du auch nicht. Bleib hier. Ich überbringe deine Rache. Lass sie leiden, Jean. Für Tucker. Für jede unserer Narben. Für jeden Kopf eines Arbeiters, der einfach nur um mehr Wasser bat. Lass sie für mich leiden. Ich vergelte ihre Grausamkeit und töte sie. Das wird nicht reichen. Nicht nach dem Altern, die hier zu brachte. Ich töte sie im Schlaf, ohne dass man mich sieht. Altern soll wissen, dass niemand dem Geist entkommen kann. Die Mongolen werden eine Woche nicht schlafen. Tu es. Ach, Yuna. Wenn wir hier scheitern, lass dich nicht lebend fangen. Lass dich nicht erwischen. Lass die Wachen am Leben. Hä? Soll denn das gehen? Wie soll denn das funktionieren? Lass die Wachen am Leben. Ach so, die müssen ja... ja klar. Jetzt muss ich nur gucken, wer die Wache ist. Ist das die Wache? Muss ich halt nur gucken, wie ich da am besten reinkomme. Weil die Wachen müssen ja gucken, dass halt... Ja, ich verstehe schon, warum wir die am Leben lassen müssen. Hör. So.
Gut, wir sind schon mal hier. Oh. Ich dachte, das reicht, wenn wir zwei am Leben lassen. Kacke. Oh nein. Das wird so mies. Das wird echt übel. Lass dich nicht erwischen. Lass die Wache am Leben. Bleib doch gleich draußen. Ich muss halt gucken, wo ich lang muss, ne? Wie mache ich denn das am besten? Och, ist doch scheiße. Ah, wie ich solche Missionen hasse. Das ist... kann sie nur um Stunden handeln, okay? Vor allem, wenn ich halt die Wachen nicht töten darf. Wie dumm ist das denn? Lass ein paar Wachen am Leben. Eins, zwei... Die dir gerade voll derb im Weg sind, würde ich sagen, okay. Aber so. Ist doch scheiße. Tagesration nicht schafft, füttere ich sie mit etwas anderem. Erinnert ihr euch an Shizu? Die Vögel picken an ihren Knochen, aber ihre Eingeweide füllen die Mongolenmägen. Ich nehme euren Kopf. Der Rest ist für die Insekten. Kann man mal machen. Noch zwei Brüder.
Will ich sagen, das war knapp, aber... Ich weiß jetzt wenigstens, dass die keine Rüstung oder so anhaben. Komm ich da hoch? Will ich da hoch? Da war ich, da gibt's nichts. Da hinten geht's theoretisch weiter. Mal gucken, wo die sind. Und in diesem Haus. Ich meine, komm schon. Wie komme ich da jetzt runter oder rein? Wer weiß, was der mit der Dame gemacht hätte. Ein Bruder übrig. Bitte, ich sag es niemandem. Ihr seid hier sicher, bis eure Peiniger tot sind. Wie ist jetzt, wo ist der andere? Hier noch irgendwo ein Haus. Der Mund bei Starla. Asan Huniken Olci. Jammer Negium Harmo. Serem Stebe. Mal gucken, ob in dem Haus irgendwas ist. Da bin ich mir relativ... Der Mund bei Starla! Han! In Havik Selga Hirtebach! Ich bin Dildi hier mit Sendbis! In diesem Haus ist der drin. War er das? Ja. Oh, Kopf über die Grausamkeit. Hoffentlich hat's ausgereicht. Das war der letzte. Jetzt wieder ungesehen zurück zu. Oh nee! Ist es gemein? Hoffentlich hat es wenigstens einigermaßen gespeichert.
jetzt wieder ungesehen zurück zu Yuna. Ja komm, das hätte ich auch runterspringen können. Gut. War interessant. Hast du es geschafft? Ja. Haben wir hinbekommen. Wir nehmen keine Sklaven mehr. Haben sie gelitten? Nicht so sehr, wie sie es verdient haben. Aber ganz so Zuna wird von ihrem Schicksal wissen. All die Gräueltaten, die sie begangen haben. Jahrelang. Ich wusste es. Aber ich tat nichts dagegen. Du kannst jetzt etwas tun. Schicken wir Altan eine Nachricht. Verfasst in Blut, bedeckt mit Fliegen. Bedeckt mit Fliegen. Lecker. Locken wir die Mongolen raus und schicken unsere Botschaft. Ich will zusehen. Wir verstecken uns im hohen Gras. Ich werde sie rauslocken. Kamal Chukur, Ningev. Eniger Sacharal Chukur. Als das ist der echte Charakter. Ich kann zwar kein Mongolisch, aber. Laufen weg wie feige Hunde. Davon wird Altan erfahren. Aber das reicht nicht. Alle Sklaven auf diesem Hof kamen von einem Mann, dem schwarzen Wolf. Dann jagen wir ihn und begraben den nächsten von Altans Freunden. Ich suche den schwarzen Wolf an der Küste, bei seinen alten Jagdgründen. Such mich dort auf. Marme. Riesertod. Okay, ich muss ja ganz ehrlich sagen, so grausam und schlimm, wie ich die Dinge halt finde... So toll finde ich die an sich auch. Also so nach dem Motto, geh nicht einfach hin und kill einfach alles, sondern ne, hat was. Krieg ich jetzt auch meinen Punkt? Na komm schon, Spiel. Ups. Wie, ich habe keinen Punkt übrig. Ernsthaft, hat wirklich so wenig gefehlt? Okay. So, so weit weg ist sie jetzt auch nicht. Einen halben Kilometer, das geht eigentlich. Was sagt denn die Uhr? Knapp 20 Minuten. Ja, sollte eigentlich... Ein paar mache ich noch. Könnte eigentlich diesem gelben Vogel folgen. Gut, ich hätte auch mir einfach ein Pferd nehmen können. Hey, Boys! RIP! Ja, ne? Die Skills sind schon schön. Die gefallen mir schon sehr. Damit kommt man auch gut klar.
Da sieht es doch schon mal nach etwas aus. Weiß nur nicht, ob ich Juna hier wirklich treffen soll. Ich weiß nicht, ob Juna das war oder... Nee, ich glaube eigentlich nicht. Ist nicht so der Typ dafür. Was ist das? Eine Puppe. Voller Blut. Der schwarze Wolf versklavt Kinder. Ja. Und verkauft sie dann an die Mamushi-Brüder. Wo ist er? Mamushi. Sein Lager liegt an diesem Entschuldigung. Ort, doch es wimmelt vor Mongolenwachen. Dann sterben sie mit ihm. Ich muss den schwarzen Wolf töten. Ich hatte die Chance. Vor langer Zeit. Doch ich... Ist weggelaufen. Konnte nicht. Ich kann dir helfen. Wir greifen frontal an. So weiß er, dass wir kommen. Er soll sich hilflos fühlen. Wie gelähmt. Das wird er. Und wenn wir fertig sind, fühlt auch Altern sich so. Oh nein. Hoffentlich ist das Blut nicht vom Kind. Vom Besitzer oder Besitzerin der Puppe. Ein Mongol. Wenn er uns sieht, warnt er den Rest. Überlass das mir. Kennst diesen Ort gut? Taka und ich kamen aus Yarikawa hierher. Ich dachte, hier finden wir Zuflucht. Ich lag falsch. Gehe zum Mongolenlager und weiter. Soll ich vorher killen? Macht das Sinn? Soll ich jetzt einfach mal durchrennen und Ciao Ciao auf die Schnauze machen oder was? Haben wir es gerade eben... Kann man mal machen. Ich will hier auf jeden Fall alles noch abgrasen. Muss aber sagen, es lief sehr gut. Das hätte ich so jetzt nicht gedacht. Aber mit genug Skillpunkten kann man das machen. So, Vorräte. Gibt es da bestimmt auch noch irgendwas. Leder. Ja, Leder, Leder. Normalerweise ist Quatsch, weil wenn ich Leder brauche, könnte ich auch hier so einen Sattel auseinandernehmen. Was haben wir hier? Vorräte. Ich will mal was gucken, was ich eigentlich alles habe. Artefakte Tasche. 675 Vorräte. 8x Leder. Das läuft eigentlich.
So, wollen wir mal gucken. Ich sehe den schwarzen Wolf nicht. Ja, das hast du schon mal gesagt. Der Feigling ist bestimmt geflohen. Er darf nicht entkommen. Halt, das Mongolenschiff dort. Da könnte er sein. Darf ich nochmal was zu trinken? Einschütten, ja? Juna, darf ich? Ja, danke. Super. Ja. Einzige, was mich jetzt ein bisschen stutzig macht, ist, dass wir jetzt aufs Schiff müssen und ich habe nicht so viele Skillpunkte. Nehmen wir das Ruderboot. Schnell. Wo ist er? Mongolenschreie werden ihn anlocken. Sicher? War's das oder habe ich gefailt? Was immer ich auch getan haben soll, Altan zwang mich. Ihr versklavt Kinder. Nein, ich... Und das schon seit 20 Jahren. Ihr nahmt mich und Taka gefangen. Verkauftet uns den Mamushi-Sklavenhof. Taka, er war mein Liebling. Doch soweit ich mich erinnere, brachtet ihr ihn zu mir. Ich wusste es nicht. Juna, er gehört dir. Geht es dir gut? Verlassen wir dieses Boot. Verbrennen es. Ich hätte es ja noch gelootet. Dann wird es sehen und wissen, dass wir kommen. Er wird handeln müssen. Jin. Was der schwarze Wolf sagte, war die Wahrheit. Was heißt das? Ich traf ihn damals in Otsuna. Er bot mir Essen und eine Unterkunft. Aha. Ich fragte, ob Taka auch kommen könne. Er machte uns betrunken. Und dann? Taka weiß es nicht mehr. Aber ich... Ich war erstarrt. Ich hätte ihn töten können. Taka retten. Doch ich hatte zu viel Angst. Nicht deine Schuld. Dank dir wird er keinem Kind mehr wehtun. Dieser kleine Kinderschinder. Ich brauche etwas Zeit. Glaube ich. Also ich interpretiere das da jetzt rein. Vor allem... Wir sehen uns dort. An Junas Reaktion war das bestimmt nichts Gutes. Weil der Typ ja sagte, Taka war sein Liebling. Dieser kleine Wichser. Warum habe ich keinen Punkt bekommen, obwohl... Na gut. Dann ist das so. Und ich sag mal, macht's gut, bis zum nächsten Bad, ne? Tschüss.